Gut, hallo, dann starten wir mit der ganz kleinen Gruppe. Ihr braucht wieder zwei Blöcke und wir sind am Mattenanfang. Gut, wir starten wieder mit Armen nach oben. Leichte Rückbeuge, Mittelposition, Hollow Body. Mittel, Rückbeuge, Mittel, Hollow Body. Das machen wir einfach ein paar Mal, um die Körpermitte aufzuwecken. Und du darfst auch Po-Muskulatur ein bisschen mitbenutzen, aber schau wirklich, dass das hauptsächlich hier beim Hollow Body wirklich die Bauchmuskeln sind. Drei verschiedene Positionen. Und die Achseln öffnen wir ganz gut. Also wir ziehen die Arme ganz weit nach oben. Super. Bleib dann in der Mitte. Öffne die Arme über die Seite und geh nach unten. Höhle den Bauch aus. Runde dich und löse. Runde und löse. Du siehst, ich wäre wirklich im unteren Rücken ganz rund. Und ich mache Hollow Body und löse. Hollow Body. Perfekt. Kopf ganz hängen lassen und richtig dich aushöhlen. Die letzten 4, 3, 2, 1. Beug die Beine, roll rund nach oben, heb wieder die Arme nach oben und geh wieder. Rückbeuge, Mittelposition, Hollow Body. Rückbeuge, Mittel, Hollow Body. Normal. Hollow. Genau. Immer wieder durch diese Mittelposition, dass wir die auch wirklich lernen. Das ist die Position, die wir im Brett brauchen, im Hund und so weiter. Dass wir diese drei Positionen gut voneinander unterscheiden können. Perfekt. Bleib wieder in der Mittelposition, wieder nach vorne und nach unten. Hände am besten auf dem blanken Boden, soll jetzt nicht auf der Matte so sein. Hollow Body und du gehst mit dem Gewicht nach vorne und zurück. Und du hältst Hollow Body und verlagerst das Gewicht nach vorne auf die Hände. Und es ist natürlich auch eine Arm- und Schulterkraft- und Handkraftübung, aber mir geht es hauptsächlich darum, dass du dieses Hollow Body halten kannst. Und du müsstest die Bauchmuskeln sehr stark merken, wenn du hier nach vorne gehst. Perfekt, der letzte. Beug die Beine, du bist immer noch im Hollow Body und komm nach oben. Wir wiederholen. Rück, Mitte, Hollow Body. Rück, Mitte, Hollow Body, Mitte. Rück, Mitte, Hollow Body, Mitte. Rück, Mitte, Hollow Body Mitte, 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 letztes Mal und wieder nach unten. Wieder dasselbe Prinzip, Hände auf den Boden, Bauch aushöhlen, Gewicht auf die Hände und die Fersen mit hoch. 8, Bauch einziehen, 7, 6, Bauch fest einziehen, 5, 4, 3, 2, der letzte, sehr schön, rolle auf, letzte Runde, Rück, Mitte, Hollow Body, Mitte, Rück, Mitte, Hollow Body, Mitte. Und allmählich müsstest du ganz genau spüren, wo deine Bauchmuskeln sind. Rück, Mitte, Hollow Body, Mitte. 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 Komm nach unten. Sehr schön. Stattig zurück zum Hund mit dem Gesicht nach unten. Schieb dich heraus
Und schau wieder, dass die ganze Handfläche mit abgespreizten Fingern fest auf dem Boden ist. Aus dem Hund hier, Hollow Body und Stretch. Hollow Body und Stretch. Hollow, Stretch, Hollow, Stretch. Noch vier. Drei. Sehr gut. Zwei. Der letzte. Jetzt rollen wir uns auch wieder mit Hollow Body ein kleines Stück weiter nach vorne, bleiben rund und ausgehöhlt und schieben wieder zurück. Bauch einziehen und zurück. Bauch einziehen und zurück. Bauch einziehen und zurück. Bauch einziehen und zurück. Noch ein Stückchen weiter nach vorne. Hollow Body Brett und zurück. 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 Die letzten vier und zurück. Becken und Schultern auf einer Höhe. Drei. Bauch ist ausgehöhlt und zurück. Zwei und zurück, letztes Mal zurück, schau nach vorne, spring nach vorne, bleib hier, lass dich locker hängen, mach Hollow Body, zieh dich so innerlich hoch, dass die Hände fast vom Boden wegkommen und beuge die Beine und strecke. Hollow Body, beuge die Beine und strecke, sodass deine ganze Wirbelsäule jetzt rund über den eingezogenen Bauchmuskel hängt. Perfekt. Noch vier und drei und zwei. Der letzte, runde dich ganz nach unten, werde ganz klein und setz dich ab. Super. Half roll down bis zur Taillenrückseite. Und wieder nach oben. Half roll down und nach oben. Ich bitte dich beim nach oben gehen, hier unten rund zu bleiben. Wir kennen das vom Pilates, dass wir uns vollständig zur Streckung hochrollen. Das tun wir jetzt nicht, sondern wir halten dieses Hollow Body und wir bleiben möglichst auf dem Kreuzbein liegen. Wir gehen also nicht oben drauf. Tief und hoch. Und dann merkst du schon, das wird weitaus intensiver, als wenn du dich jedes Mal ganz aufrichtest. Zieh ein den Bauch und geh wieder tief und hoch und tief und hoch. Super tief und hoch. Rolle nach unten ab, Hände unter dem Kopf, Becken anheben. Für acht und tief, sieben, tief, sechs, fünf, vier, drei, zwei, bleib oben, hier oben, die Beine strecken und beugen und strecken, komm höher und halte es, soweit es geht. Noch sechs und fünf, vier mehr. Drei, zwei, wunderbar, der letzte. Roll mit ein bisschen Schwung hoch, nimm die Hände nach vorne und spring oder geh zurück zum Hund. Strecke die Wirbelsäule aus, schiebe dich weg. Genau, schieb dich aus. Häng hier nicht drin, sondern schieb dich raus. Gut, ganz gerade bleiben, Brett und Hund, komplett gerade. Brett und Hund. Und du merkst schon, auch hier muss die Körpermitte mitarbeiten, aber es ist kein Hollow Body jetzt im Moment. Noch vier und drei, zwei. Perfekt. Dasselbe, Knie abwechselnd nach vorne. Rechtes Knie zurück. Links zurück,
rechts und links. Vier Stück noch. Vier und drei. Alle Finger aufwecken. Zwei und halten. Linkes Knie vorne. Das linke Knie geht weiter vor und leicht zurück. Vor und zurück. Praktisch Knie zur Nase. Vor und zurück. Vor, zurück. Vor, zurück. Und zurück nach hinten. Nimm das rechte Knie nach vorne, halte es gleich vorne und zieh durch und nach hinten. Zieh durch und nach hinten. Zieh durch und vor. Noch vier und drei, soweit du kannst. Zwei, sehr schön. Der letzte kommt zurück. Schau nach vorne, spring nach vorne. Löse die Hände, tiefe Hocke und geh wieder zum Half Roll Down nach unten. Wir bleiben hier, Daumen ans Brustbein, twiste rechts und links. Rechts und links. Daumen ans Brustbein. Wir wollen den ganzen Oberkörper weit drehen. Noch vier und drei und zwei. Wir gehen tief auf zweimal, rechts, links und wieder hoch, links, rechts, links, tief und rechts, links, hoch. Noch sechsmal und wieder hoch, fünfmal und wieder hoch, noch vier, wieder hoch, drei, wieder hoch, zwei noch. Und der letzte. Super. Rolle ganz nach unten ab. Hände wieder unterm Kopf. Zieh die Knie heran. Streck die Beine. Beug die Beine. Bleib oben und senke ab. Lifte. Strecke. Beuge. Und senke. Lifte. Strecke. Beuge und senke. Lifte, strecke, beuge und senke. Lifte, strecke, beuge und senke. Zwei noch. Lifte, strecke, beuge und senke. Letztes Mal. Lifte, strecke, bleib hier. Nimm die Arme in ein V, du darfst sie auch nach unten nehmen. Roll over. Die Beine gestreckt, Bauch aushöhlen und langsam wieder rübergehen. Wiederhole. Bauch aushöhlen. Wie gesagt, ihr dürft die Arme nach unten nehmen jederzeit. Ihr dürft auch einen Block und das Becken nehmen, damit ihr hochkommt. Und wie gesagt, immer und immer wieder üben. Das wird eines Tages ganz sicher gehen. War bei mir auch nicht so super einfach. Ich habe ganz schön kämpfen dürfen dafür. Aber es rentiert sich wirklich. Vier Stück noch. Vier. Drei. Zwei. Die Arme immer mehr in Schulterhöhe nehmen. Und der letzte. Halte. Sehr schön. Lass die Arme wieder gerne nach hinten nehmen. Dann ist es ein bisschen sicherer. Höhle den Bauch aus und grätsche und schließe die Beine. Grätsche, schließe. Grätsche, schließe. Auf und zu. Und auf und zu. Vier Stück noch. Zu. Drei. Zu. Zwei. Zu. Wunderschön. Der letzte. Wieder mit etwas Schwung. Aufräumen. Auf die Füße kommen. Und tief hängen lassen.
Klasse. Wieder aushöhlen und Beine beugen. Locker hängen. Achtmal. Lösen. Sieben. Sechs. Atme hier aus. Fünf. Drück die Luft richtig raus. Und vier. Und drei. Zwei. Super schön. Der letzte. Hände auf den Boden. Springt oder geht zurück. Zum Hund mit dem Gesicht nach unten. Super. Wieder Brett und Hund. Diesmal das Knie nach außen. Rechts zurück und links zurück. Rechts und links. Drei Stück noch. Drei. Zwei. Der letzte. Bleib hier. Jetzt gib dem Knie rüber und auf. Rüber gekreuzt und auf. Sechsmal noch. Auf. Fünf. Auf. Vier. Auf. Drei. Auf. Zwei. Auf. Der letzte. Super. Komm zurück zum Hund. Entspanne kurz. Schieb dich raus. Drück auch den kleinen Fingerballen fest in den Boden, um dadurch dich rauszuschieben aus den Schultern. Sehr schön, halte, atme, linkes Knie beginnt seitlich außen. Linkes Knie vor und zurück, rechts und zurück, links. Schön das Knie hochziehen, rechts. Drei Stück noch, drei, zwei. Und stopp, jetzt überkreuzen. Acht, auf, sieben, auf, sechs, fünf, vier, gut, drei, zwei. Der letzte, super. Zurück zum Hund, schau nach vorne, spring nach vorne, setz dich hin. Super. Rolle ab, nimm die Beine nach oben, Hände unter das Gesäß, damit dir es leichter fällt, jetzt den unteren Rücken angeschwitzt zu lassen. Wir starten mit einem Bein, Füße senkrecht über die Hüften, rechts tief und hoch, links tief und hoch, rechts. Und du übst hier bei dieser Übung, dass du den Bauch einsaugst, auch wenn das Bein runterkommt. Die letzten vier. Du darfst bei der Variation bleiben, wenn sie dich fordert, wenn du merkst, nö, das lässt dich jetzt völlig kalt. Beide Beine nach unten und oben. Acht, hoch, sieben, hoch. Je tiefer du die Beine nimmst, desto schwieriger ist es, den Bauch eingezogen zu lassen und den unteren Rücken auf dem Boden. Finde den Punkt, wo das wirklich noch geht. Tief und hoch, tief und hoch. Tief und hoch. Unten halten. Super. Hände weg von hier zum Rollover. Lass die Arme wieder in deine Position bringen, da wo sie dir was hilft. Rolle langsam ab und die Beine tief. Und du nimmst die Beine so tief, dass du das wirklich noch kontrollieren kannst und dass der untere Rücken unbedingt auf dem Boden bleibt. Und dazu brauchst du ein Hollow Body Feeling. Und das ist hier wirklich, wirklich wichtig. Nur so weit runtergehen, wie du dieses Hollow Body Feeling wirklich halten kannst. Und zurück. Perfekt. Nochmal tief. Und hoch. Und tief. Und hoch. Der letzte. Super, tief, oben bleiben, nimm jetzt die Hände in die Nähe von deinem Becken und schau auch, was die Brustwirbelsäule und die Halswirbelsäule dazu sagt. Zieh den Bauch ein, höhle wirklich aus und beginne mit dem rechten Bein, komm hoch
und tief. Links hoch und tief. Und dein Becken soll mit hochgehen. Ja, links und tief. Rechts tief. Links tief. Rechts tief. Wenn du malst mit beiden Beinen. Für 8 und tief. 7 tief. 6 tief. Und 5 tief. Noch 4 und 3. 2. Der letzte. Super. Mit etwas Schwung wieder. Auf die Füße kommen, Oberkörper locker hängen lassen, Kopf bewegen, sehr schön. Und dann wieder unser lockeres Hollow Body hängen und auflösen. Atme aus und ein. Atme aus, Höhle aus und ein. Press alles raus und wieder runter. Genau, tief. Sehr schön. Noch 3 und 2 und 1. Hände auf den Boden, spring zurück zum herabschauenden Hund. Mountain. Sehr schön. Streck dich wieder. Bauch ist aktiv, du bist aber nicht im Hollow Body, sondern du hältst einfach die Bauchmuskeln fest. Super. Brett Hund. Rechtes Knie über Kreuz nach links. Tief und hoch und andersrum. Tief und hoch. Tief und hoch. Das Knie berührt den Ellbogen. Die letzten 3 und 2. Super. Und halten. Bleib hier. Strecke und beuge das rechte Bein in der Luft. Strecke, beuge. Strecke. Beuge, strecke, beuge, merkst du schon, schräge Bauchmuskeln. Noch 3, 2, 1, gut, zurück, streck dich aus, schieb dich raus. Super, links beginnt. 7 und 6, 5. 4. Oh, wir sind schon beim 2, genau, beim letzten. Super, linkes Bein. 8-mal strecken und beugen. 7 in der Luft. 6 musst du den Bauch auslösen. Und 5. 4, mehr twisten. 3. 2. Und 1. Super. Zurück, streck dich, spür die Streckung, wie es sich jetzt anfühlt. Sehr schön. Spring nach vorne und roll wieder ab. Perfekt. Nimm die Blöcke diesmal mit, ganz nah ans Gesäß und gerne auch hochkant stellen, damit du auch bei der nächsten Übung ganz sicher den unteren Rücken auf den Boden runterbringst. Streck die Beine, heb Kopf und Schultern, Arme nach vorne. Du darfst die Hände unter den Kopf nehmen. Wir starten mit dem rechten Bein. Tief und hoch. Im Prinzip die Übung wie gerade eben, nur der Oberkörper ist jetzt mit angehoben. Genau, nochmal tief und hoch, tief und hoch, tief und hoch. Und du kannst es so weitermachen oder die gestreckten Beine und heben. Bauch aushöhlen und heben. Noch 6 und lift. Und 5 und lift. 4 mehr. Lift. 3. Lift. 2. Lift. Der letzte. Super schön. Ablegen. Stell die Füße einfach gleich auf die Blöcke drauf. Hände unter dem unteren Rücken anschmiegen. Komm hoch und tief, wirklich aushöhlen und lass mal heute wirklich den unteren Rücken auf den Boden.
damit wir im Oberkörper weit nach oben gehen können, gehen müssen. Noch vier und drei und zwei und das Knie im Wechsel heranziehen. Rechts und links und rechts und links. Vier mehr noch. Vier, drei, zwei, mit Twist, Knie und Ellbogen zusammen. Twist und Twist, Twist und Twist. Noch vier, drei, zwei. Super schön, das freie Bein ausstrecken, Twist, Mitte, Twist, Mitte. Kann sein, dass dein Bein den Block gar nicht erreicht, das ist total in Ordnung. Twist, Mitte, Twist, Mitte, Twist. Ohne die Mitte, Twist, Twist, Twist. Twist. Noch vier, drei, zwei, der letzte. Sehr schön. Ablegen, Beine hoch, Arme seitlich oder nach hinten oder nach unten, so wie es dir was hilft. Die Beine grätschen, perfekt. Und zum Rollover. Rollover, Beine schließen. Und wieder in die Grätsche. Roll over, Beine schließen und wieder in die Grätsche. Noch sechsmal und zurück. Und fünf und zurück. Noch vier und zurück. Drei. Und zurück, zwei und zurück, der letzte, super, und zurück, mit ein bisschen Nachschwung nehmen wir jetzt gar nicht, jetzt nehmen wir die Kniekehl und rollen uns wieder auf, super, Blöcke weg, Twist nach links, links, rechts, links, rechts. Wir sind schon relativ weit unten. Noch vier. Und zwei. Wir gehen tief. Links, rechts und hoch, hoch. Links, rechts und wieder hoch. Links, rechts, hoch, hoch. Tief, tief und hoch, hoch, tief. Tief, hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch, letzte Runde, hoch, hoch, rolle nach unten, ziehe die Knie heran. Super gut, dieses Mal wieder deine Armposition. Wir starten hinten und wir gehen jetzt über die volle Grätsche. So weit nach unten, wie du kannst. Du darfst auch die Blöcke hier unten wieder hinstellen. Und dann wieder über die volle Grätsche nach oben. Und wie gesagt, ein bisschen Schwung ist total in Ordnung, aber sobald es läuft, versuch es wirklich mit der Bauchkraft zu ziehen. Also da mit dem Aushöhlen des Bauches zu arbeiten. Und nochmal ranziehen und lift und tief und schließen. Ranziehen und lift und tief und schließen, ranziehen und lift, tief und schließen. Der letzte, ranziehen, bleib hier mit ein bisschen Schwung wieder auf die Füße kommen, locker hängen lassen, super. Und wieder ein paar Mal uns aushöhlen und aushängen. Ausatmen, ein,
Aus und ein. Aus und ein. Und aus und ein. Noch vier. Und drei. Noch zwei. Super schön, der letzte. Super. Dann kommen wir wieder zurück zum Mountain. Wunderbar, strecken uns wieder, ziehen uns auseinander, benutzen unsere Bauchmuskeln dadurch. Sehr schön. Dann kommen wir zum Unterarmbrett. Hände zusammen. Lauf dann nach hinten mit den Füßen oder mit den Händen nach vorn. Hier im Unterarmbrett. Hollow Body, Stretch. Hollow Body, Stretch. Hollow Body, Stretch. Hollow, Stretch. Noch vier. Und drei. Zwei. Der letzte. Super. Leg die Knie ab. Lass die Ellbogen, wo sie sind. Und geh zurück. Lass die Achseln tief dehnen. Lass jetzt wirklich die ganze Bauchdecke mal rauskommen. Völlig in Ordnung. Dann komm wieder nach vorne, kraftvoll die Körpermitte benutzen. Das ist kein Hollow Body, aber kraftvoll benutzen. Wir drehen uns um zum Spiegel. Füße dürfen in Schrittstellung sein. Wir nehmen den Arm über Kopf und ziehen Ellbogen und Knie zusammen. Für sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Super. Runter wieder ins Brett. Körpermitte fest. Andere Seite. Schrittstellung mit den Füßen. Arm über den Kopf. Und acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, der letzte. Super, komm zurück ins Brett, leg die Knie ab und geh wieder nach hinten. Sehr schön, Achseln öffnen, tief und gleichmäßig durchatmen. Im Prinzip die gleiche Übung, nur, rede ich wieder zu mir, wollen wir diesmal das Becken mitsenken und heben. Also, wir sind hier tief beim Starten, ziehen hoch, tief, hoch, tief, hoch. Das ist eine kleine Bewegung, nur hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, Mitte. Super. Andere Seite, wir drehen uns, Becken startet tief, der Arm ist oben und Becken hoch. Und tief, hoch und tief, hoch und tief, hoch und tief. Noch vier, drei, zwei, der letzte. Super, zurück, wieder zum Unterarmbrett, Knie ablegen, Zehen lang. Geh erstmal weit nach hinten und drück die Fußrücken nach unten. Für die nächste Übung braucht man ziemlich bewegliche Fußrücken. Bitte vorsichtig sein, wenn du daran nicht gewöhnt bist. Wenn du jetzt schon merkst, oh, das ist unangenehm, lass die Übung vielleicht weg. Ansonsten ist es wirklich eine sehr tolle Übung. Es geht um die Bauchmuskeln, logisch. Heb die Arme, zieh das Becken nach oben. Und jetzt ziehst du mit Kraft in Hollow Body. Zieh runter mit Hollow Body, Hollow Body, Hollow Body. Noch mehr, noch mehr, noch mehr Hände am Boden. Noch mehr, noch mehr. Und die Knie heben. Und dann das Ganze wieder absenken. Und ja, du hast recht, das ist natürlich eine Armkraftübung auch, Schulterkraft. Aber es geht mir darum, dass du das aus dem Bauch raus machst. Gleich nochmal.
Sieh, Bauch aushöhlen, 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 mehr aushöhlen. Hab das Gefühl, du schwebst nach oben. Und wieder nach unten. Gleich nochmal. Becken anheben, hast du einen Krampf. Und das ist das Blöde einfach. Aushöhlen, 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 aushöhlen. Lift, 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 lift. Tief, tief, tief. Kurzen Krampf. Na. Da kann man es leider nicht wieder machen. Und wieder nach unten. Gleich nochmal. Jetzt geht's. Bauch aushöhlen, 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 aushöhlen. Lift, 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 lift. Super. Und wieder tief. Und es geht wirklich darum, dass du das aus der Bauchkraft machst. Noch einmal. Aushöhlen, Schultern tief. Und drück dich aus der Körpermitte hoch. Wenn es dir gut geht, heb einen Fuß nach dem anderen und fang es ab mit der Bauchkraft. Der letzte. Sehr gut. Langsam nach unten, wunderbar. Hände nach vorne, Zehen wieder aufstellen, herabschauen der Hund. Wundervoll. Zieh dich auseinander und sei wieder sicher, ich zeige es gerade mal falsch, dass dein Hund nicht so ausschaut, sondern wirklich so, weil du dich rausschiebst und weil deine Bauchmuskeln jetzt auch immer, immer, immer besser funktionieren. Sehr gut. Schau nach vorne, spring nach vorne und setz dich wieder hin. Rolling like a ball. Wir nehmen die Hände an die Kniekehlen, höhlen uns aus und wollen wieder das Ausgehöhlte halten. Wir rollen zurück, wir gehen nicht auf die Halswirbelsäule und wieder hoch. Sieben noch. Sechs. Kontrolliert, keinen Schwung holen. Fünf, immer weiter aushöhlen. Vier, Schultern entspannt, Nacken lang. Drei, zwei und der letzte. Super gut. Höhle aus. Also schau, dass dein Oberkörper relativ tief bleibt, dass du etwa die Knie anschaust. Super. Du darfst die Hände noch da lassen. Und wir strecken und wir beugen beide Beine. Aus dem Hollow Body raus. Also nicht vergessen, wir wollen nicht das machen, sondern das hier. Wir wollen es jetzt absichtlich quasi ein bisschen schwerer machen. Noch vier, aushöhlen. Drei, aushöhlen. Zwei, aushöhlen. Der letzte, halten, halten, halten. Lösen, aushöhlen. Halten, 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 halten. Super. Beugen, Knie öffnen, Füße fassen. Sehr schön. Schulter nach unten, Bauch aushöhlen, Nacken lang und dieselbe Übung in der Variation. Wenn du merkst, du kommst hier nicht zurecht, dann gehst du in die andere wieder, in Rolling Like a Ball. Das ist hier der Seal. Und du machst noch fünf, nicht auf die Halswirbelsäule, vier, ups, und drei, und zwei, und der letzte. Klasse, super, bleib hier und strecke die Beine, bleib aber ausgehöhlt. Also wieder nicht in die Streckung gehen, es ist keine Stretch-Übung, sondern es geht darum, so leicht hinter den Sitzbeinhöckern zu bleiben und die Bauchdecke einzuziehen. Super, halte das. Ja, du merkst, es geht, dann nimmst du die Arme nach vorne. Super, die Arme kommen hoch, die Beine zu. Zu und wechsel. Hoch die Arme und tief. Genau. Sehr schön. Noch vier. Drei, zwei, der letzte. Super. Fass die Knöchel, lass die Beine jetzt gestreckt. Du darfst tiefer fassen. Also es kommt auf deine Beinlänge drauf. Manche kommen da super klar, wenn sie die Knöchel fassen. Für mich ist es nicht machbar. Meine Beine sind einfach zu lang. Also probier es aus.
Gleiche Übung, wieder zurückrollen und zurück und hoch und zurück, hoch und zurück, hoch. Die letzten vier, auch wieder Kopf in der Luft lassen, drei, zwei und der letzte. Ist eine mega Übung halten für den unteren Rücken, dass wir den Runden lernen, was wir ja tun über die Bauchmuskeln tatsächlich. Super, löse die Arme und senke und hebe die Beine etwas. Genau, tief und hoch, halte eingezogen, versuch nicht in der Hohlkreuz zu gehen, das ist hier gar nicht so super leicht. Und nimm die Beine vielleicht nicht ganz so tief, sondern machst du im oberen Drittel, in der oberen Hälfte. Sehr gut. Dann greife wieder, schließe Höhle aus, so werde rund im unteren Rücken. Zieh mit den Armen die Beine ran, komm ran und löse. Beuge und strecke. Ich bewege Beine und Oberkörper gleichzeitig. Noch vier, drei, zwei und dasselbe nochmal oder mit den Händen weg. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Fassen, alles zusammenziehen und halten. Super. Langsam absenken, Beine dabei grätschen. Wir sitzen gerade. Super. Spann die Beine durch, das hilft jetzt tatsächlich. Und das rechte Bein achtmal heben. Acht, möglichst gerade sitzen. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Links genauso. Acht, sieben, benutzt die Bauchmuskeln. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Super, geh kurz nach vorne. Genau, du kannst die Beine auch so packen und sofort zurückdrehen, durchmassieren. Genau, das ist ganz normal, wenn du das erste Mal machst. Das ist echt am Anfang der blanke Horror. Das rechte Bein beginnt. Wir heben zur Mitte. Wir heben nach außen. Links heben zur Mitte. Heben zurück. Rechts heben zur Mitte. Heben nach außen. Links heben zur Mitte. Heben zurück. Noch vier im Wechsel und drei und zwei. Bei der nächsten Übung musst du dich leicht nach hinten lehnen, aber bitte sei sicher, dass du die Körpermitte benutzt. Beide Beine heben und senken. Du darfst die Fingerkuppen hier auf den Boden nehmen. Heben und senken und hoch und tief. Heben und senken und wieder hoch und auf. Heben und senken und hoch und auf. Heben und schließen. Super. Letztes Mal. Bleib hier. Sehr gut. Einfach locker nach vorne hängen lassen. Kopf mal so ein bisschen durchbewegen. Super. Du darfst das gerade machen. Aber wenn du guter Vorwärtsbeuger bist, dich leicht tust, lehn dich gleich etwas nach vorne. Wir starten rechts. Achtmal heben. Acht. Sieben, sechs, fünf, aushöhlen, vier, Hollow Body, drei, zwei, eins, links. Es geht um die Verbindung vom Hüftbeuger und von den Bauchmuskeln. Deswegen diese Vorwärtsbeuge noch. Vier, drei, zwei, eins. Weiter nach vorne und rechts. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Links. Acht, sieben, sechs,
5, 4, 3, 2, Endspurt, rechts, 8, 7, 6, der geht fast nicht mehr hoch, 5, 4, 3, 2, 1, links, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super, beide, du darfst die Fingerkuppen nutzen, um dich davon wegzudrücken. Höhle aus und hoch, tief, hoch. Tief drückt die Finger im Boden, hoch, tief, hoch, tief. Die letzten vier, eieiei, drei und zwei. Super, der letzte. Yes, das nächste. Bitte sei achtsam, wer gerade Handgelenksprobleme hat. Mach es dir leichter. Wir fangen mal mit der leichten Variation an. Es ist natürlich die Variation, eine starke Handgelenksübung natürlich auch, aber bitte sei vorsichtig. Es geht mir nachher um Bauch jetzt im Moment noch nicht. Die erste Variation wäre Schulterblätter nach unten, aufgerichtet sein. Schultergürtel ist verbunden mit dem Brustkorb. Wir machen nettes. Also wir sind hier mit den Schultern unten. Jetzt die Arme strecken und beugen. Strecken und beugen. Strecken und beugen. Strecken und beugen. All jene, die im Moment mit ihren Handgelenken rumlaborieren, bleiben bitte hier sitzen, machen das nächste gar nicht und machen die Handgelenksübung. Bei denen, die sagen, ja, das passt für mich, das kann ich völlig easy, die drücken die Hände auf die Blöcke und springen hier in die Position. Du schiebst jetzt deinen Po nach hinten, es geht um genau die Muskulatur wie gerade, Hüftbeuger und Bauch, und du hebst die Füße, streckst die Beine, setzt dich ab und startest wieder von neuem. Drück dich hoch, super, Bauch aktivieren, Hollow Body, Füße heben, Beine strecken, absetzen und wieder zusammen. Super, Hollow Body, Füße weg, Beine strecken, ab und rück dich wieder hoch. Letztes Mal, Hollow Body, Füße weg, Beine strecken und ab. Jawohl, sehr schön. Dann roll nochmal langsam zurück, zieh die Knie zum Oberkörper heran, mach ein kleines Päckchen, sehr schön. Atme ruhig und gleichmäßig. Gern auch nochmal dich um die Handgelenke kümmern. Wie gesagt, ich sage es immer wieder, diese, wo wir lang eben in den Brettern und so weiter sind, du musst das langsam gewöhnen und du musst einfach deine Übungen bitte, bitte weglassen. Ebenso wie die nächste, also wenn man mit den Handgelenken zu tun hat, bitte bleib gleich liegen und mach die nächste Übung einfach so. Alle mal, machen wir alle gleich ein paar in der Grätsche. Hoch und tief. Und dann ist es deine Übung jetzt. Ja, wer sagt, komm, ist für mich total albern, rollt hoch und wir brauchen ein bisschen Schwung. Wir gehen nach vorne, wir stützen uns und heben die Beine in der Grätsche ab. Und mit dem Schwung, das ist für die Handgelenke extrem gefährlich. Bleib liegen, mach die einfach weiter. Tolle Bauchmuskelübung. Gut, und die anderen mit mir, lehn dich vor, lifte und senke. Lehn dich vor, lifte und senke. Hollow Body und ab. Hollow Body und ab. Hollow Body und ab. Letztes Mal und ab. Super schön. Dann gehen wir zur Entschuldigung, dürft euch nochmal alle aufsetzen. Wir machen die Gegenbewegung heute mit den Blöcken. Du stellst die Blöcke so mal auf. Fangen wir mal soft an. Gehst zurück und kommst in eine Rückbeuge. Und diesen Block packst du dir wirklich, der soll jetzt sehr bequem unter deinem Kopf sein. Und ja, du darfst jetzt es zulassen, dass die ganze Körpervorderseite aufgeht. Genau, das ist jetzt mal die entschärfte Variation. Und du atmest tief und gleichmäßig in den Bauch hinein.
Wer mag, kann also eine kreisende Armbewegung vollführen. Das ist eine schöne Sache. Kann man seine Achseln auch wieder öffnen. Und wie gesagt, eben die Bauchdecke ganz aufmachen. Und richtig schön reinatmen. Wer sagt, ja komm, das lässt mich völlig kalt. Wieder wichtig, ihr müsst an Rückbeugen gewöhnt sein, sonst ist das gefährlich. Stellt hochkant und den hinteren auch erstmal hochkant. Der kommt jetzt so an die Schulterblattkante ran, vielleicht leicht schräg. Und dann komme ich in diese Position und stelle den zweiten Block unterm Kopf auf. Ist weitaus heftiger, du wirst mir recht geben und du kannst dir das Gleiche machen. Du kannst auch die Hände ineinander verflechten und die Arme dann hier lassen. Und du denkst wieder dran, wenn du nicht mehr gleichmäßig atmen kannst, ist was faul, dann löse bitte auf, mach's dir bitte leichter. Und dann gibt es Leute, die sind sehr beweglich, ich kann es nicht immer ertragen. Die können den Block dann noch eine Etage tiefer stellen und sind dann in der Position. Soll sich für den Nacken auch wirklich noch gut anfühlen. Sehr schön. Und dann helft euch mit den Unterarmen, mit den Händen, um euch nach oben rauszudrücken. Super. Blöcke hinter euch weg und wir gehen in der Rückenlage. Super. Zieht nochmal die Knie zum Oberkörper heran. Gerade nach der letzten Position ganz wichtig. Sehr schön. Und dann machen wir noch einen Twist. Arme in Schulterhöhe ausbreiten, machen einen fortgeschrittenen Twist, schauen wir mal, ob es hinhaut, rechtes Bein übers linke ineinander verhaken. Und wenn du merkst, du kannst nicht verhaken, dann machst du es einfach so, ist völlig in Ordnung. Gut, dann die Beckenhälfte, die linke unter die rechte und wir gehen in den Twist. Achtung, das ist ein gebundener Twist und da ist es immer gut und richtig und wichtig, erstmal einen Block unterzustellen, dass du nicht zu schnell in diese Dehnung rein musst. Ja? Und dann, während du so liegst, das ist immer der Trick, schaust du, ob deine Beine schwer werden auf dem Block. Und wenn es der Fall ist, dann ist jetzt das eindeutige Zeichen, dass du tiefer stellen brauchst. Und solange die Beine nicht schwer werden, bitte stell nicht tiefer. Man kann sich gerade hier in den gebundenen Twist den unteren Rücken richtig zerren. Also sei wirklich achtsam, atme wieder. Denk immer dran, Workout-Yoga bedeutet auch tatsächlich, mal auch so an seine Bewegungsgrenzen hier heranzugehen, um sie zu erweitern. Und das bedeutet, du solltest wirklich niemand sein, der mit großen Problemen kämpft in seinem Körper. Dann bist du viel besser in Pilates aufgehoben oder Tri-Yoga Basic oder beides. Genau. Wenn wir uns wieder live sehen, bitte, bitte frag mich immer, welche Stunden sind für dich passend, was kannst du machen bei den und den Themen. Es ist mir wahnsinnig wichtig, holt euch da wirklich auch meinen Rat. Ich bin wirklich schon so lange im Fitnessbereich tätig, seit über 30 Jahren inzwischen. Ich habe wirklich, wirklich viel Ahnung und ich kenne mich relativ gut mit Körpern aus. Also wenn wir uns wiedersehen, gerne, gerne lasst es mich wissen. Wenn ihr sagt, Mensch, ich weiß nicht, ich bin nicht, bin ich im richtigen Kurs, passt es für mich. Ich beobachte die Leute auch sehr, sehr genau und schaue mir das wirklich an, wie diese Dinge gemacht werden. Gut, langsam zurück, auflösen, zieh nochmal die Knie zum Oberkörper heran. Nacken nochmal längen. Vielleicht magst du auch nochmal den Hinterkopf packen und rausziehen. Das tut manchmal auch so gut. Schultern entspannen auf dem Boden.
Super. Und dann das Ganze auf die andere Seite, links über rechts. Du schaust wieder, ob du es verhaken kannst. Kein Muss, aber ein Kann. Und schau, ich nütze auch immer meine Blöcke erstmal und dann schaue ich, wie es mir geht. Und dann merke ich, ah, jetzt werden die Beine hier schwer. Es kommt Gewicht drauf auf meinen Block. Dann weiß ich, ah, jetzt kann ich tiefer stehen. Sogar ganz weg. Und auch spüren hier, wie die ganze Bauchmuskulatur jetzt auch wieder aufgeht. Langsam zurück. Wunderbar auflösen. Knie zum Oberkörper nochmal heran. Bist du dir nochmal unsicher, wie wir unsere Rückbeuge mit den Blöcken machen? Nochmal ein Happy Baby, einen Spider, um diese Rückbeuge auf jeden Fall wieder auszugleichen. Super schön. Fass die Schienbeine, Bauchmuskeln sind jetzt ja voll da und rolle langsam auf die Füße. Nimm gerne die Blöcke unter die Hände, außer du hast sehr starke Finger. Dann kann man sich hier hochdrücken oder eben die Blöcke nehmen und sich hochdrücken. Lass dich noch einmal hängen, nicke. Ja, ich habe ganz tolle Bauchmuskeln jetzt. Sag's dir. Gut, dann beuge die Beine, rolle hoch. Wirbel für Wirbel. Spüre deine Körpermitte, wie sie sich jetzt anfühlt. Spür die Kraft, die da wirklich in uns allen drin, vielleicht noch verborgen ist, aber vielleicht kommt es ja schon allmählich raus. Und dann hebe die Arme über die Seite, Hände zusammen und nach unten. Wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Ich bin mir sicher, ihr habt ganz super gearbeitet. Tschüss!